Hey Kinders, was geht bei euch ab? Herzlich willkommen zur Vorstellung der neuen Hardware, die ihr mir gegönnt habt. Vielen Dank nochmal dafür. Beachtet gar nicht links diesen Feuerlöscher, der ist unwichtig. Unten ist das Mixpad, das große Teil, und hier oben ist der Mikrofonprozessor. Ich zeige euch gleich noch die Verkabelung, aber erstmal generell halt alles, wie es eben so da steht. Ne, das sind diese beiden Teile, dafür habe ich extra ein kleines Schränkchen geholt. Und hier rechts ist dann der Mikrofonarm und das Mikrofon selbst. Der Pinüpel da oben drauf ist noch vom alten, deswegen geht der auch so leicht ab. Also der ist ausgeleiert, und wie ich euch später auch noch zeige, ist eben das alte Mikrofon auch viel, viel größer gewesen, oder ist halt einfach größer, deswegen ja, sieht das so aus, wie es aussieht. Hier schon mal der für mich wichtigste Punkt, die wunderbare Befestigung, ja, diese XLR heißen sie, glaube ich, die Stecker, sind einfach reingeklickt, ja, das heißt, da kann nicht einfach irgendwas rausrutschen oder wackeln oder wie auch immer, die sind feste drin. Da hinten drauf ist nochmal das letzte Teil von dem ganzen Konglomerat, das liegt da eigentlich nicht, aber ich habe es mal hochgelegt, um es euch zu zeigen. Das ist für mich einfach nochmal so ein Brummschleifenfilter, der eben schlussendlich auch die ganze Maschinerie an den BC anschließt, ja. Also, wir fangen beim Mikrofon oben an, gehen dann runter, ne, an dem Mikrofonarm. Immer weiter nunner, bumm. Dann geht das Kabel unter den Tisch, hier in dieses Wirrwarr, und geht dann letztendlich hinten in den Mikrofonprozessor rein, und zwar da hinten links. Das war der erste Schritt der Installation. Hier ist nochmal das Teil an sich, ja, dieser Preamp-Prozessor. Gain auf volle Pulle, weißt du, wie es ist, ne? So, dann geht es weiter mit diesem Kabel hier hinten, das zweite von links, es geht runter und führt dann in Line 1 im Mixpad. Diese ganze Linie hier vorne, also dieses ganze Stück da links, ist dann eben speziell für dieses Mikrofon. Ich könnte hier einfach stumm schalten oder eben lauter machen, wie auch immer, und da auch Effekte draufschalten. Und man kann, wie ich es vorhin kurz auch erwähnt habe, eben weitere Dinge hier dran stecken, also weitere Mikrofone und sicherlich auch Instrumente und so weiter und so fort. Also da bleibt uns einiges offen, da können wir richtig reinhasseln. Da vorne kann man dann nochmal den kompletten Main-Mix pegeln, wobei ich euch jetzt nicht großartig zeigen möchte, wie das funktioniert. Schlussendlich stecken dann da hinten wiederum zwei Steckerlins drin, und die gehen an diesen Brummschleifenfilter. Das heißt, es geht da runter in dieses Kabelwirrwarr, und dann geht es hier hoch, die Kabel laufen zusammen in dieses Teil, und daraus kommt dann einfach so ein ganz normaler, ich glaube 3,5 Millimeter Stecker oder so. Und der ist dann zu guter Letzt im PC drin, und zwar im Line-In, nicht im Mikrofon. Hier ist zum Vergleich nochmal das alte Mikrofon, das T-Bone SC450 USB. Man sieht, dass es ziemlich verschamariert ist, also es ist echt, ja, es ist halt alt, ne? Ich habe gut damit gearbeitet, ich habe viel damit gearbeitet und bin damit auch diverse Male umgezogen, habe es rumgeschoben und rumgeklemmt und wie auch immer. Ja, aber es funktioniert noch, es hat zwar diesen leichten Wackelkontakt, aber das ist nämlich nur am Anschluss selbst oder vielleicht sogar nur das Kabel. Von daher kann ich das Teil auf jeden Fall auch noch weiterhin als ja, Backup-Mikrofon benutzen. Ich denke, dass entweder da eben die Problematik liegt oder am Kabel selbst. Viele haben schon gefragt, ob ich dieses alte Mikrofon als Giveaway rauskloppe. Aber ich werde es weiterhin behalten, um eben ein Ersatzmikrofon zu haben, falls das andere kaputt gehen sollte. Weil man ist echt, man steht dumm da. Wenn auf einmal das Main-Mic kaputt ist, man hat gar keins. Hier sieht man auch die alte Mikrofonspinne. Ich dachte, das ist nochmal ganz cool zu sehen. Die habe ich sogar da repariert, ne, wie man da unten sehen kann. Dieses Kabelchen ist gerissen, und da habe ich es befestigt. Also ich habe da mit Kleber und Kram und Draht und was weiß ich drum umgewickelt, dass das hält, obwohl ich dann später noch gesehen habe, dass ich zwei weitere Ersatzriemen habe. Aber ja, so bin ich halt, ne? Ingenieur, ne? Das Teil ist ziemlich verkrotzt, ne? Das Gesamte. Und da bin ich doch sehr froh, dass ich jetzt auch wieder ein richtig krasses habe. Guckt euch das an. Das kann jetzt wieder einige Jahre halten. Ich glaube, das alte ist jetzt 6 Jahre alt. Ich meine, dass es 6 Jahre in Benutzung war. Hier nochmal das Wunderbare, die Klickerei. Ja, ist einfach fest. So muss es sein. Schön, Bombe, festes Ding. Und trotzdem ein weiches Kabel. Herrlich. Und weil ich euch so dankbar bin, muss ich euch gerade mal nochmal danken. Und zwar als alte Frau. Kinders, das war gerade mal super von euch, weißt? Ich fand es so nett. So nett von euch. Das ist nicht selbstverständlich, weißt? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 yeah. So eine coole Community zu haben, da brauchst du halt gerade mal schöne Leid, gute Leid. Und super Leid. Also hier nochmal in meiner normalen Gestalt, es war sehr, sehr nice, das ganze Zeug zu bekommen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid einfach die Beste, die Beste. So gut. Alter. Was ist mit ihm los, ey? Achtung. Proktologenbesuch. 3, 2, 1. Hello, dude. Dankeschön und auf Wiedersehen. Deine Mutter riecht nach Käse. Lalalala. Lalalala. Oh, wow, wow.